Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, der Minister hat es ja am Anfang seiner Rede gesagt. Er hat Sorge, dass der Schülerverkehr ein wahlkampfbestimmendes Thema in diesem Landtagswahlkampf sein kann. Und er hat natürlich Sorge, weil er die letzten 10 Jahre gepennt hat. 5 Jahre als Mitglied im Bildungsausschuss, als Abgeordneter, 5 Jahre als verantwortlicher Minister hat er sich nicht darum gekümmert, welche Folgen Schulschließungen auf die Schülerinnen und Schüler haben. Die Debatte bringen nicht wir hier in den Landtag, also in den Landtag bringen wir sie, aber die Debatte gärt seit 5 Jahren im Land. Und das deshalb, weil in den letzten 10 Jahren und davon natürlich der größte Teil in den ersten 5 Jahren dieser letzten 10 Jahre 120 Schulen in Mecklenburg-Vorpommern geschlossen wurden. Und auch in den letzten 5 Jahren gab es Schulschließungen. Ich erinnere da beispielsweise nur an 8 berufliche Schulen, die ihre Tore und Türen schließen mussten. Die Debatte wird von uns seit Beginn dieser Legislatur hier im Landtag gepflegt zu den Schulwegen. Sie wird diskutiert im Landeselternrat. Sie wird jedes Mal diskutiert oder findet jedes Mal einen Schwerpunkt im Bericht des Bürgerbeauftragten, weil sich sehr viele Eltern an den Bürgerbeauftragten wenden, aufgrund der unzureichenden Bedingungen für den Schülerverkehr, egal ob es um die Schulwege geht, also um die Länge der Schulwege, ob es um die Finanzierung der Schulwege geht oder ob es um die Sicherheit der Schulwege geht. Sie können unsere Studien zerreißen, Sie haben sich auf den kleineren Teil der Studie konzentriert, aber da möchte ich Sie doch nur mal daran erinnern, dass diese Studie auf dem gleichen Datensatz beruht wie der Versorgungsatlas Vorpommern, den das Sozialministerium in Auftrag gegeben hat. Im Versorgungsatlas Vorpommern geht es darum, wie schnell kann mit dem öffentlichen Personennahverkehr ein Arzt oder ein Krankenhaus besucht werden. Genau die gleichen Daten, mit genau dem gleichen Fehleranteil, der unter Garantie bei tausenden Datensätzen vorkommt, mit dem gleichen Fehleranteil haben die Autoren unserer Studie auch benutzt. Wenn Sie also diese Daten in dem Versorgungsatlas Vorpommern nutzen, dann akzeptieren Sie genau die gleichen Daten bei unserer Schulwegstudie. Und dann tun Sie ja hier so, als wären das alles nur irgendwie grüne Hirngespinste, die wir uns hier ausgedacht haben. Komischerweise funktionieren aber genau unsere Vorschläge in anderen Bundesländern unter ganz unterschiedlichen Regierungsformationen. Hessen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern, Niedersachsen und Baden-Württemberg, alles unterschiedliche Regierungskoalitionen, alle haben deutlich geringere Mindestschülerzahlen als Mecklenburg-Vorpommern. Die liegen in diesen Ländern zwischen 13 und 16. Länder, die weitaus dichter besiedelt sind als Mecklenburg-Vorpommern. Und unser dünn besiedeltes Mecklenburg-Vorpommern hält die Latte ganz, ganz weit oben bei 20 Schülerinnen und Schülern. Herr Brotkopf, Sie wollen immer eine bundesweite Vergleichbarkeit, aber dann nur bei den Punkten, die Sie sich aussuchen. Ganztagsschulen oder die Versorgung von Ganztagsschulen gehört nicht dazu. Es gehört auch nicht dazu der Schülerverkehr oder beziehungsweise die Schülermindestzahlen. Das sind Punkte, wo Sie auf die bundesweite Vergleichbarkeit verzichten können, weil Mecklenburg-Vorpommern da ganz am Ende der Messlatte liegt. Aber eine Studie der Universität Erfurt hat im Jahr 2013 ganz eindeutig bewiesen, dass die Schulweglänge natürlich auch Auswirkungen nicht nur auf das Freizeitverhalten und das Familienleben von Schülerinnen und Schülern hat, sondern auch auf den Schulerfolg. Ist ja ganz logisch, die Kinder stehen eher auf, fahren morgens relativ früh zur Schule, haben einen verdammt langen Schultag, haben aber abends immer noch Interesse, mal ihre Freunde zu besuchen oder vielleicht noch mal einen Film zu gucken, Musik zu hören, gehen abends viel, viel später ins Bett, schlafen viel, viel weniger, sind viel weniger konzentriert in der Schule und haben eindeutig schlechtere Schulleistungen. Das interessiert Sie aber, wenn es um die bundesweite Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen geht, sehr wenig, Herr Minister. Und das ist doch völlig absurd. Sie setzen hier Ihre eigenen rigiden Maßnahmen als Grund dafür an, dass die von uns hier heute vorgeschlagenen Maßnahmen nicht funktionieren können. Da meinen Sie, weil die Lehrer in Mecklenburg-Vorpommern das bundesweit höchste Pflichtstunden soll haben, das ist jetzt ein Argument, dass die Lehrer an kleinen Schulen nicht mehr ausgelastet sind, weil sie nicht mehr so viel Unterricht geben dürfen. Senken Sie doch einfach das Pflichtstunden soll auf ein bundesweit vergleichbares Niveau und schon ist dieses Problem aus dem Weg geräumt. Sie wollen die Anzahl der Studienplätze für Lehramter kürzen und werfen uns vor, dass es zukünftig einen Lehrermangel gibt. Unsere Anträge bauen aufeinander auf und ruhen und gehen Hand in Hand, Herr Minister, sind allerdings nicht vergleichbar und da haben Sie recht mit Ihren schrägen Vorstellungen von Bildungspolitik. Und ja, wir halten es für sinnvoll, Schulen in freier Trägerschaft auf freiwilliger Basis, anders als Sie behaupten, Frau Wippermann, auf freiwilliger Basis im Interesse kurzer Wege stärker einzubeziehen, so wie es Frau Oldenburg, das Land Brandenburg im Übrigen unter einer rot-roten Regierung gerade prüft.
Und wenn es eine rot-rote Regierung in Brandenburg prüfen kann, warum soll es nicht eine rot-schwarze Regierung, wo ja gerade die CDU sich neben uns als Kämpfer der Schulen in freier Trägerschaft zu inszenieren versucht, warum soll das unter einer rot-schwarzen Koalition in Mecklenburg-Vorpommern nicht möglich sein? Warum schicken wir zum Beispiel ein Kind aus Glowe kilometerweit in den übernächsten Ort zur Schule, wenn direkt im Glowe eine Schule in freier Trägerschaft ist? Wir sind der Meinung, wenn das Kind und die Eltern sich vorstellen können, das Kind dort in die Schule zu geben, dann würden wir lieber einen Zuschuss zum Schulgeld zahlen, als es dem Busunternehmen zu geben. Das Land spart außerdem noch Personalkosten. Sie wissen, Schulen in freier Trägerschaft bekommen deutlich weniger Personalkosten erstattet, als es die staatlichen Schulen tun. Und vor allem, und darum geht es uns in erster Linie heute bei diesem Antrag, das Kind hat jeden Tag eine Stunde mehr Freizeit. Außerdem wollen wir, dass Land und Landkreise eine landesweite Analyse der Schulweglängen auf den Weg bringen. Denn bislang fehlt hierzu der Überblick völlig. Denn eines haben die Schulwegstudien doch gezeigt, die meisten Fahrpläne im Schülerverkehr sind nicht digital aufbereitet, die Schuleinzugsbereiche sind nicht digitalisiert und auch die Positionen der Bushaltestellen liegen nicht digital vor. Das ist auch der Grund, warum wir eben nur einen kleinen Landesausschnitt untersuchen konnten, nämlich der, den die Landesregierung schon mal untersucht hat in Vorpommern. Der größte Teil des Landes, da fehlt aber genau diese Digitalisierung. Viele Landkreise arbeiten nach wie vor mit endlosen Papierlisten von Orten und Ortsteilen und den Schuleinzugsbereichen, aber ein Überblick fehlt. Und genau den, finden wir, müssen sowohl die Landkreise als Träger des Schülerverkehrs haben, aber natürlich auch das Bundesland oder die Landesregierung, wenn es darum geht, in welcher Situation befinden sich Schülerinnen und Schüler hier jeden Tag, wenn sie zur Schule fahren. Ich bedanke mich für diese Debatte und bin gespannt auf Ihr Abstimmungsverhalten.